Hallo zusammen, willkommen. Fallout New Vegas ist the name und Fallout New Vegas ist auch the game. Nein, Sepuluni ist the name of Landsquid Birdrider. Lando. Lando Squid Rissian, der große Star Wars Held. Ich gehe jetzt dem Missionszeiger nach. Der Missionszeiger wird es schon wissen. Missionszeiger, führe uns. Ach so, müssen wir wirklich da unten in den Keller? Ich verstehe. Da, wo ich den Raumanzug geklaut habe, da muss ich hin. Schön, dass die einen Dialog extra eingebaut haben. Könnt ihr euch erinnern, in der letzten oder vorletzten Folge, als der Kerl noch gesagt hat an der Sprechanlage so, hey, du wirst hier nicht fürs Rumschnüffeln bezahlt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, werde ich überhaupt nicht bezahlt. Was ist das hier eigentlich für ein Saftladen? Hallo? Na, wie läuft's? Ich wollte noch ein letztes Mal mit Ihnen sprechen, bevor ich die Startrampe betrete. Okay. Ich wollte Ihnen sagen, dass wir uns auf ewig daran erinnern werden, wie Sie uns an die Schwelle der langen Reise gebracht haben. Cool. Unsere Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen, aber den Raketen, die uns zur Erlösung tragen sollen, fehlen noch wichtige Komponenten. Wenn Sie uns immer noch helfen möchten, sprechen Sie mit Chris. Er kann Ihnen sagen, was fehlt. Wir können Ihnen gar nicht genug danken, Wanderer. Ihre Ankunft war ein Segen. Wir werden Sie nie vergessen. Und ich werde Sie nie vergessen, Jason Bright. Wir können Ihnen gar nicht genug danken, Wanderer. Ihre Ankunft war ein Segen. Wir werden Sie nie vergessen. Und ich werde auch ständig meine Sätze wiederholen, wenn ich mit Ihnen rede. Hey, Lou. Jason sagt, dass ich mit Ihnen zusammenarbeiten soll, um die letzten Schritte vor dem Start der langen Reise zu erledigen. Was? Entschuldigung, ich muss mich kurz anders hinsetzen. Wer lange Reise? Ja, genau. Also, ich würde gern ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Du kannst nämlich nicht mitkommen, weißt du das? Also, die Raketen sind also für die lange Reise gedacht. Offensichtlich. Ich habe Monate gebraucht, aber mittlerweile sind sie fast wieder in Schuss. Bald bringen sie uns in die weite Ferne. Natürlich war ich anfangs skeptisch, als Mann der Wissenschaft. Aber Jason ist sich sicher und ich glaube an Jason. Na dann, bist du eigentlich geschminkt? Wenn ich deine Stirn so angucke, siehst du irgendwie geschminkt aus. Ist ja voll okay. Wisst ihr was? Ich glaube, Chris ist wirklich ein Ghoul. Der hat nur eine sehr dicke Schicht Schminke, die wie eine menschliche, unverstrahlte Haut aussieht, würde ich sagen. Was kann ich tun, Chris? Ich war mit der Arbeit an den Raketen fast fertig, als wir dazu gezwungen wurden, uns im obersten Stockwerk zu verstecken. Es fehlen noch zwei Komponenten. Zündmittel Isotop 239 und ein Satz Schubkontrollmodule. Das Zündmittel ist hochgradig radioaktiv und zersetzt sich schnell. Daher können wir die Leckenfässer auf der Startrampe nicht verwenden. Das Zeug ist nicht mehr stark genug. Sie müssen einen intakten, abgeschirmten Behälter des Zündmittels finden. Die Schubkontrollmodule wurden speziell für diese Raketen entwickelt. Ohne sie starten die Raketen nicht. Na, wenn die Raketen ohne sie nicht starten, dann weiß ich's auch nicht. Na gut, also, jetzt mal, ich mach mich auf die Suche nach dem Zündmittel. Sehr gut. Wir brauchen nicht viel. 2 bis 3 Liter sollten reichen. Sollten reichen. Ich habe hier zufällig 1,5 Milliarden Raketen-Souvenir-Raketen, die leuchten. Wie wär's damit? Ja, das ist Isotop 239. Das sollte reichen, um die Raketen zu starten. Cool. Jetzt brauche ich nur noch die Schubkontrollmodule. Was für ein Zufall. Ist das wirklich Isotop oder ist es nicht vielleicht eher das Isotop? Aber du bist hier der Wissenschaftler, Chris. Vielleicht sind das ganz unterschiedliche Sachen. Können Sie mir noch einen Tipp für meine derzeitige Aufgabe geben? Nur einen kleinen Tipp, bitte. Den Rest mache ich allein. Ich brauche nur einen Tipp. Gib mir einen Tipp. Repcon wurde so oft von Sammlern geplündert, dass man nicht sagen kann, wo die Komponenten auftauchen könnten. Wenn sie überhaupt auftauchen.
Jason hat Industrieruinen im Osten erwähnt, die angeblich hochgradig radioaktiv sind. Aha, das klingt doch nett. Was machst du jetzt hier so? Ich bin der Techniker der Herde. Maschinen waren schon immer meine Stärke. Jason sagt, die lange Reise wäre ohne mich nicht möglich. Natürlich bringen meine Fähigkeiten nichts, wenn mir das Material fehlt. Und da kommen sie ins Spiel. Cool. Cool. Warum lässt man sie nicht unten an der Startrampe mitarbeiten, Chris? Als ich der Herde beigetreten bin, machte Jason klar, dass ich die Reparaturarbeiten leiten sollte. Nicht selbst durchführen. Es sei eine Vergeudung meiner Gabe, wenn ich nur an einem System gleichzeitig arbeiten würde. Von hier oben konnte ich das gesamte Projekt überwachen. Ach, Chris, die sind gemein zu dir. Die sind gemein zu dir. Ich muss ehrlich mit dir sein, Chris. Die Strahlung da unten würde dich töten. Du bist nämlich, biologisch betrachtet, einfach mal ein Mensch, Chris. Das muss dir klar sein. Du bist als Mensch geboren. Das ist einfach. Und deswegen wirst du an Radioaktivität sterben. Das ist einfach eine Tatsache. Da kann man nichts dran ändern, leider. Tut mir leid, Chris. Ich dachte, das hätten wir schon hinter uns, Glatthaut. Aber sie können der Gelegenheit nicht widerstehen, mich zu nerven. Typisch Mensch. Ich war einst ein Mensch, wissen Sie. Bin in Vault 34, nordwestlich von hier aufgewachsen. Tolle Kindheit, wenn man Sturmgewehre und Schießübungen mag. Was? Sie mögen lieber Maschinen, die nicht auf Leute schießen? Dann nicht so toll. Wer soll den Reaktor der Vault warten? Hauser? Mitchell? Nein. Warum nicht Haversam? Der mag doch Maschinen. Haversam ist es egal, ob er verstrahlt wird. Haversam ist es egal, ob er mutiert. Der ist sowieso schon so hässlich. Haversam ist es egal, wenn seine Haare in ein paar Jahren ausfallen. Da gibt es keinen Zusammenhang. Haversam, du bist neurotisch. Das ist ja irgendwie witzig. Das bedeutet, der ist einfach ein Hypochonder. Der glaubt, dass er von dem Reaktor verstrahlt wurde. Die Vault-Ärzte haben ihm gesagt, du bist nicht verstrahlt. Du hast eine ganz normale Glatze, Haversam. Aber er hat gesagt, nein, ich weiß es doch genau. Ich bin verstrahlt. Ich mutiere schon. Das ist lustig. Ach, das ist schön. Also haben sie ihre Vault verlassen, weil sie eine Glatze bekamen. Glatze? Das nennen sie eine Glatze, Glatthaut? Ich bin ein Monster. Ein Monster. Das ist verdammt lustig. Ach, verdammt. Ich kann das nicht anwenden. Sie würden doch einem Ghoul nicht vertrauen, oder? Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich gehe jetzt, Chris. Bis später. Vielleicht reden wir da später nochmal drüber. Ich komme vielleicht drauf zurück. Ne? Ich komme drauf zurück. So. Was sagt denn unsere Mission? Teile für die Reparatur der Raketensteuerung sammeln, suchen. Wo müssten wir denn da hin? Darüber? Das wäre ja gar nicht weit. Wenn wir dann nach Novak gehen, einfach die Straße hoch und schon sind wir am Gibson-Schrottplatz. Und da könnten wir mal gucken. Da würde er sich freuen, der alte Novak. Die alten Ghule hier. Die sind gar nicht so alt, glaube ich. Gehen wir mal die Leiter hoch. Ich will wissen, wo die genau hinführt. Der Hinterausgang. Mojave Ödland. Atomic Wrangler. Bar and Casino. Ja, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, was ist denn hier los? Mitten in der Ödlandwüste? Mit der Pumpgun? Nee, eher mit einem kleinen Revolver. Mit einem Pump-Revolver? Ist das hier radioaktive Gußsuppe? Ja, ziemlich. Vielleicht laufen wir hier ein bisschen durch. Du, aber da liegt jemand in der Mitte. Ich muss da ganz kurz hin. Ganz kurz nur. Was haben wir hier? Ruhige Hand. Schnaps. Absinth. Das auch noch. Danke,
Oh, so verstrahlt hier. Nein, es ist zu verstrahlt. Mir wird schon ganz anders. Mir wird schon ganz schwindelig hier. Ich muss hier weg. Ungesund. 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 Ach, gesund. Na Gott sei Dank. Hui. Das ist mal radioaktiv hier. Wie wäre es mit einem kurzen Teleport nach Novak? Tatatata. Novak, ich komme. Können wir eigentlich mal kurz in unsere Bude schauen und ein bisschen Items verstauen? Die Bude wird sich freuen. Haben wir in der Bude eigentlich eine Werkbank und so? Ich bin mir gar nicht sicher. Idi? Boon? Werkbank? Wisst ihr das? Nö? Keine Ahnung. Keiner weiß es. Keiner weiß es. Novak. Hello. Du beobachtest mich doch, oder? Ich trau dir nicht, Lucky Luke Bot. Lucky Bot. Lockbot. Wer bist du denn? Motelzimmer. Ist das mein Motelzimmer? Ich glaube schon. Ja, das sieht wie mein Teddy aus. Ausgezeichnet. Aber wir haben hier wirklich gar keine Werkbank. Das ist eine Scheißbude. Ohne Werkbank können wir hier überhaupt nichts craften. Auf dem Klo ist auch keine Werkbank. Mensch, wenn wir hier nichts craften können, will ich mich hier gar nicht so richtig häuslich einrichten, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir könnten hier... Das ist keine gute Basis. Ohne Werkbank und so ist das keine gute Basis. Das ist keine gute Basis, Leute. Lasst uns gehen. Boon, Boon, Boon. Gib mir dein Gepäck, bitte. Was brauchst du denn? Du brauchst Mikrofusionszellen. Du behältst dein Plasmagewehr, nehme ich an. Das ist okay für mich. Wenn du das am liebsten magst, dann gib mir den ganzen Rest. Her damit. Die Lesebrille will er nicht. Gut. Ramen Steak. Ich weiß gar nicht, essen die? Ich glaube, Stimpex hat er tatsächlich benutzt. Ich weiß nicht, ob er isst. Ich lasse ihm mal 5. Mal schauen. Das ganze Sonstige kannst du mir alles geben. Ja, bitte alles. Schön. Ich mag das Spiel wirklich. I like it. Dam, 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 dam. Yeah. Okay, ich glaube, dann bist du jetzt erstmal ausgerüstet. Ich gebe dir mal noch was kurz. Ich gebe... Ach so, nee, warte. Das müssen wir anders machen. Idi. Idi. Du hast auch Zeugs. Gib mir alles. Idi braucht wahrscheinlich gar nichts, oder? Idi kann ich alles nehmen. Der braucht, glaube ich, auch keine Munition für seinen Laser. Idi ist wunschlos glücklich und braucht nichts. Idi ist toll. Idi, du bist toll. Kann ich dich eigentlich auch auf Nahkampf stellen? Elektrischer Schlag. Tatsächlich. Elektrischer Schlag. Elektrischer Schlag. Es ist ihm anscheinend egal. Okay. Boon, komm doch mal her. Ich bin so überladen. Nicht meine Stärke? Ja. Soll mir recht sein. Ich wollte dir noch was geben, nämlich da ich jetzt den tollen Raumanzug anhab, habe ich mir gedacht, willst du vielleicht den gepanzerten Overall anziehen? Du kannst auch den Helm haben, wenn du willst, aber wahrscheinlich willst du den nicht. Und? Ja. Ah, den Helm will er auch. Sieht viel cooler aus als vorher. Boon. Soll mir recht sein. Das war eine gute Wahl. Auf jeden Fall modisch ist es ganz toll. Nein, jetzt mal ehrlich, warum willst du den gepanzerten Helm, dein Barett? Ist doch viel besser. Das gibt dir Wahrnehmung und kritische Treffer. Ja, das bringt dir mehr Schutz. Vielleicht gehst du nur auf Schutz. Nee, komm, setz deine Mütze wieder auf, Boon. Den Overall, der ist super, aber die Mütze wieder aufsetzen. Erstens, bist das du? Soll mir recht sein. Zweitens, warte mal, was war denn das gerade? Aggressiv sein. Ich verstehe das nicht ganz. Ist er jetzt aggressiv? Nee, ist er nicht. Gut. Jetzt. Jetzt ist er aggressiv. Sei aggressiv, das ist gut. Benutzt Stimpacks. Macht er das dann auf Kommando oder wie? Hier warten, reden mit. Wollen wir mal mit ihm reden? Was gibt's? Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich würde gern ein paar Fragen stellen. Okay. Kannst du mir was über New Vegas sagen? Ist zum größten Teil RNK-Land. Wir haben es gezähmt, jetzt besiedeln wir es. Viele Leute beklagen sich, aber sie vergessen, wie es war, bevor wir aufgekreuzt sind. Es ist ein ziemlich großes Gebiet, das gesichert werden muss. Zu groß. Selbst für eine Armee wie die der RNK. Cool. Dann tschüss. Yep. Ich mag den. Nicht wahr, Idi? Dich mag ich auch, Idi. Kann ich mit dir auch reden? Idi, lass uns reden. Piepsende Geräusche. Protokoll terminieren? Kann ich ihn da töten? Will ich nicht. Ausloggen.
cool. So, ich packe mal alles in den Safe hier, was wir jetzt nicht brauchen. Was brauchen wir denn eigentlich? Da muss ich jetzt mal gucken. Waffen vor allem. Also, Flammenpatronenwaffe kann weg. Jagdrevolver. Jagdrevolver kann weg. Die Laserwaffen, Minigun, Plasma kann alles weg. Können wir gar nicht so gut benutzen. Die robuste Flinte, da haben wir wieder ein bisschen Munition zumindest. Na, da hätten wir auch eine Handvoll Munition, aber naja. Splitterminen brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ich werde es bereuen, aber gut. Ja, dann nehme ich das mal mit. Ich habe nicht mehr viel Munition für das Zeug, aber vor Ort findet man ja meistens auch noch Waffen. Das heißt, ich brauche die LR Kaliber 20 und die 5 irgendwas. Die LR, die brauchen wir nicht. Nö. Oder warte, was war das? 5, 5, 6. Okay. Munition. 10 mm. Nein, die brauchen wir. Jetzt habe ich irgendwas weggepackt, was wir brauchen, stimmt's? Ja, die Kaliber 20 habe ich weggepackt. Du doofer, doofer Sepuluni. Behalten. So. Gut. Bandana, weg damit. Weg, weg, weg. Und auch der Spielerhut leider weg, weil er so kaputt ist. Ups, was jetzt? Hier, Hilfsmittel. Brauchen wir auch viel nicht. Absinth zum Beispiel. Absinth löscht den Durst. Naja. Arzttasche brauchen wir. So schnell wie unsere ganzen Gliedmaßen dauernd kaputt gehen, brauchen wir das unbedingt. Katze, nicht auf die Tastatur treten, bitte. Katze? Katze, ich warne dich. Sei vorsichtig. Nein. Katze, ey. Die Katzen machen mir alles immer so schwer. Warum müssen Katzen immer alles so schwer machen? Katzen sind so gemein. Du bist so gemein, Katze. Oh, Fleisch und Bohnen ist aber schwer. Die Steaks auch. Ich habe viel zu viel Nahrungsmittel. Ich nehme mal ein Gegengift mit. Wiegt nicht mal was. Wiegt ja nicht mal was. Junkfood, viel zu ungesund. Karawanenspeise, viel zu ungesund. Ach, aber das löste den Durst auch noch, das Karawanenfood. Gut zu wissen. Was ist das gleich nochmal? So Astronautennahrung nehme ich an. Ich sollte mal googeln, was das ist. Nur aus Interesse, was MRE ist. Ich weiß es nicht. Mister richtiges Essen. Wahrscheinlich, glaube ich. Nuka-Cola Victory, bla 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 Rattenfleisch, bla bla bla. Ich habe noch nie eine Ratte gesehen. Wo haben die Rattenfleisch her? Andererseits habe ich auch in anderen Fallout-Teilen noch nie Eichhörnchen gesehen und ständig essen die überall Eichhörnchen. Ich frage mich, wo die das immer her haben. Brauche ich wirklich? Ja, brauche ich. Okay. Stealth Boys. Nö. Strammer Strahlenmax. Zu Wein sage ich nein. So, sonstiges können wir auch so ziemlich alles mal auslernen. Außer wenn es nichts wiegt, dann kann man es ja mitnehmen. Oh, die Kernspaltbatterien sind schwer. Oh, die Sachen sind echt schwer. Ich schätze mal, die sind gut für späteres Crafting. Gut, dass wir die hier in unseren Safe mal packen. Zack, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Den sollte ich mitnehmen, weil anscheinend trinkt er da wirklich ab und zu selbstständig draus und dann werde ich langsamer durstig. Das ist nämlich gut. So, jetzt sind wir leicht wie eine Feder und schön wie ein Schmetterling. Und ihr auch. Stimmt's? Vor allem du. Ist er jetzt beleidigt? Ist er beleidigt, weil ich ihm seinen Raumfahrerhelm weggenommen habe? Na klar, der stand vor dem Poster und hat sich gedacht, oh, so cool und männlich wie Captain Cosmo und sein Space Monkey will ich auch mal aussehen. Und dann gebe ich ihm so einen Raumfahrerhelm und er denkt sich, yes, endlich habe ich den Raumfahrerhelm meiner Träume. Und dann sage ich zu ihm, ach nee, komm, deine Mütze ist viel besser. Und jetzt ist er beleidigt. Hey, aber wenn wir das nächste Mal in einer Kampfsituation sind und du hast plus eins Wahrnehmung wegen deiner Mütze, dann wirst du mir noch danken. Dann wirst du mir noch danken, Boon. Jetzt kann ich jeder Captain Cosmo sein. So, und ich würde sagen, für heute machen wir Schluss und morgen gehen wir dann mal und suchen die restlichen Teile, die die Ghule für ihre Rakete brauchen. Ist das eigentlich gut, dass ich diese Quest mache? Ich meine, im Endeffekt schicke ich die in ihren sicheren Tod. Anders hätten die eine Aufgabe und würden weiterarbeiten und
Ich würde aber im Endeffekt das Unvermeidliche hinausverzögern. Die sind alt genug, Boon, oder? Die wissen, was sie tun. Ich bin nur... Naja, beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.